Text 21. Die versunkene Stadt. Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Teil 2. Eine Sendung von Kontext 21, gestaltet von Mary Kreuzer. Sie hören nun einen kurzen Abschnitt des Vortrags der Historikerin Rita Thalmann. Ihr gesamtes Referat wird nächste Woche in der Sendereihe Die versunkene Stadt Teil 3 gesendet. Während 1053 Männer die höchste Auszeichnung von de Gaulle als Compagnon de la Libération erhielten, waren es insgesamt 6 Frauen. Wir wissen heute, es hätten viel mehr sein können. Es haben viele ihr Leben für den Widerstand gegeben. Nur 10-15% der Frauen erhielten nach dem Krieg den Legitimationsausweis als freiwillige Kämpferinnen des Widerstands. Was Catherine Varlin, die führende Funktionen in den jüdischen und nichtjüdischen Widerstandsgruppen der Emigration aus verschiedenen Ländern ausübte, als versunkene Stadt bezeichnete. Die Frauen waren eine versunkene Stadt. Von Dezember 2003 bis Jänner 2004 fand in Wien das Symposium Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus statt. Gemeinsam mit Kontext 21, LIKRA, ESRA, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, der ÖH, der Theodor-Kramer-Gesellschaft und vielen mehr referierten Historikerinnen, Zeitzeuginnen, Filmemacherinnen, Psychotherapeutinnen und Autorinnen über den Stand der Forschung, Erinnerungen, über die Rettung jüdischer Kinder, über Widerstand in Frankreich und Belgien, über Frauen im Exil, Widerstand, Trauma und Gesellschaft. Mit Unterstützung des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus hören Sie nun eine weitere Sendung mit Aufnahmen des Symposiums. Es folgt der Vortrag von Ingrid Strobel, Filmemacherin und Autorin verschiedener Bücher über jüdische Frauen im Widerstand und Antisemitismus. Sie referiert über soziale und familiäre Herkunft jüdischer Widerstandskämpferinnen und über ihre Motivation, in den Widerstand zu gehen, Widerstand zu leisten. Das Referat beruht auf ihrer vergleichenden Studie über Frauen im Widerstand im deutsch besetzten Europa, die 1997 veröffentlicht wurde. Der Forschungsstand habe sich aber leider bis heute nicht verändert, was auch die Notwendigkeit solcher Symposien zum Ausdruck bringt. Dieses Referat hier beruht auf meiner vergleichenden Studie über jüdische Frauen im Widerstand im deutsch besetzten Europa. Also die ist 97 veröffentlicht worden. Ich lese aber die Literatur weiter und das heißt, der Forschungsstand hat sich leider bisher nicht wesentlich oder grundlegend verändert. Also Sie können sich darauf verlassen, dass es in etwa noch von den Veröffentlichungen her, die es damals gab, heute so geblieben ist. Es sind zum Glück allerdings einzelne Biografien, Monografien von Frauen erschienen, und das ist sehr erfreulich, viele auch ins Deutsche übersetzt. Das ist eine neue Entwicklung, die in den letzten 3, 4 Jahren oder 5 Jahren inzwischen stattgefunden hat, dass ehemalige Widerstandskämpferinnen über sich und ihre Erfahrungen schreiben und das dann tatsächlich auch ins Deutsche übersetzt wird. Es gibt allerdings gerade in Israel einen ganzen Schwung von ganz wunderbaren Frauen, die über ihre Erfahrungen schreiben, und ich hoffe, dass es anhält und das zunehmende Desinteresse an der Erforschung der Shoah im deutschsprachigen Raum nicht sich so auswirkt, dass es dann nicht mehr übersetzt wird. Thank you.
Jetzt zitiere ich auch als erstes Catherine Varlin, eine sehr beeindruckende Frau. Es ist offensichtlich, dass eine Frau und gleichzeitig Jüdin zu sein, die Aufnahme in die Geschichtsbücher, die offiziellen wie die inoffiziellen, nicht erleichtert hat. Dieses Resümee zog Catherine Varlin, ehemalige Widerstandskämpferin in Frankreich, vor inzwischen 14 Jahren auf dem Pariser Symposium über Juden in der Befreiung und der Resistance. Die Gründe für das mangelnde historiografische Interesse an der Beteiligung von Frauen im Allgemeinen und von jüdischen Frauen im Besonderen am Widerstand gegen die deutsche Besatzungs- und Vernichtungspolitik sind mannigfaltig und können hier nicht ausgeführt werden. Es sei daher nur ein wichtiges Hindernis für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema genannt. Die bis heute in der Literatur gebräuchliche Einteilung des Widerstands in einen aktiven und einen passiven. Diese Hierarchisierung von vielfältigen und oft nicht voneinander zu trennenden Aktivitäten erkennt als aktiven und damit quasi echten Widerstand lediglich militärische bzw. bewaffnete Handlungen und die klassische Aufklärungsarbeit an. Schon die logistische Arbeit der Verbindungsfrauen, die bewaffnete Aktionen überhaupt erst möglich machte, fällt nicht mehr unter diese enge Definition von aktivem Widerstand. Und ebenso wenig die vor allem von Frauen organisierte und durchgeführte Rettung jüdischer Kinder und Jugendlicher. Diese gängige Definition erweist sich in der Erforschung der Bedingungen, der Abläufe und Inhalte des Widerstands gegen die deutsche Besatzung und Vernichtungspolitik als unproduktiv und hinderlich. Als hilfreicher und dem Forschungsgegenstand angemessener sei daher empfohlen, das Begriffspaar aktiv und passiv zu verwerfen und stattdessen durch die Termini bewaffneter, humanitärer, materieller und politischer Widerstand zu ersetzen. Die Erforschung des Widerstands im Allgemeinen und des Jüdischen im Besonderen leidet unter einem eklatanten Mangel an schriftlichem Quellenmaterial. Eine wesentliche Voraussetzung der konspirativen Tätigkeit ist es, keine Spuren zu hinterlassen, und das heißt eben auch, möglichst kein schriftliches Material anzulegen oder gar zu horten. Für die Untersuchung des jüdischen Widerstands sind aber selbst solche Quellen nicht verfügbar, die in der Erforschung des Widerstands generell genutzt werden können, wie zum Beispiel Prozessakten und letzte Briefe. Jüdischen Widerständlern wurde, von Ausnahmen abgesehen, nicht der Prozess gemacht. Sie wurden direkt in eines der Vernichtungslager deportiert. Ich habe mich daher in meiner vergleichenden Studie über die Beteiligung jüdischer Frauen am Widerstand im deutsch besetzten Europa neben dem schriftlichen Quellenmaterial vor allem auf die mündlichen Aussagen der von mir befragten jüdischen Widerstandskämpferinnen gestützt. Jüdische Frauen beteiligten sich in allen Formationen und in allen Formen des Widerstands. Sie waren Aktivistinnen städtischer Kampfgruppen, des Ghetto-Untergrunds und von Partisaneneinheiten. Sie druckten und verteilten die illegale Presse, sie fälschten Papiere, sie transportierten Waffen und nahmen selbst an bewaffneten Aktionen teil. Sie organisierten Untergrundbewegungen und Ghettoaufstände, sie waren politisch Verantwortliche und selten auch militärische Kommandantinnen bewaffneter Formationen. Sie suchten Verstecke für jüdische Kinder und Jugendliche, brachten sie in diese Verstecke, versorgten sie über Monate und manchmal Jahre mit Kleidung, Geld und Lebensmitteln, mit falschen Papieren und Zuspruch. Sie brachten Gruppen von Kindern und Jugendlichen an die Schweizer Grenze, um sie außer Landes zu schmuggeln, und sie begleiteten illegale Transporte von Jungen und Mädchen über die Pyrenäen nach Spanien und von dort weiter nach Palästina.
Im Rahmen des bewaffneten Widerstands waren die Verbindungs- und Kundschafterdienste einschließlich des Waffentransports die Domäne der Frauen. Ein wichtiger Grund für diese Aufgabenteilung lag in der Tatsache, dass Frauen sich freier und unauffälliger bewegen konnten. Sie wurden seltener kontrolliert als Männer und es gelang ihnen sogar, geschlechtsspezifische Verhaltensmuster beim Gegner aktiv zu nutzen. So ließen sich Kurierinnen des Widerstands gelegentlich den Koffer voller Waffen von einem deutschen Offizier ins Gepäcknetz hieven oder den Koffer auf einer Razzia durch den Bahnhof schleppen. Andere Frauen nutzten ihre Schwangerschaft oder Mutterschaft als Tarnung, banden sich Pistolen um den Bauch oder transportierten illegale Schriften im Kinderwagen. Wie der Verbindungsdienst waren auch die Kinderrettungsaktionen vor allem Aufgabe der Frauen. Es waren meist sehr junge Frauen und häufig Sozialarbeiterinnen, Kindergärtnerinnen, Angehörige der jüdischen Pfadfinder oder einer zionistischen Jugendbewegung. Sie übernahmen ohne jede einschlägige Erfahrung eine Arbeit, die so verantwortungsvoll wie gefährlich war und die sie selbst und die Kinder das Leben kosten konnte. Diese jungen Frauen waren für das belgische jüdische Selbstschutzkomitee, Comité de défense des Juifs, aktiv, für das französische jüdische Kinderhilfswerk OSE, Œuvre de secours aux enfants, für die jüdischen Pfadfinder und den zionistischen Widerstand. Sie brachten Kinder und Jugendliche außer Landes oder versteckten sie in Klöstern, Internaten, Ferienkolonien, Sanatorien und bei Privatpersonen. Und sie legten kodierte Listen an, um die Kinder nach der Befreiung wiederfinden zu können. Sie kümmerten sich, soweit es ihnen unter den gegebenen Umständen möglich war, nicht nur um die Sicherheit und um das Leibliche, sondern auch um das seelische Wohl ihrer versteckten Schützlinge. Sie transportierten Briefe zwischen den Kindern und ihren Eltern hin und her. Und sie dachten sich Geschichten aus, wenn von den Eltern keine Briefe mehr kamen, weil sie deportiert worden waren. Und sie wussten, dass sie trotz aller ihrer Anstrengungen dem Kind seine Verlassenheit, seine Einsamkeit, seine Ängste und Zweifel nicht nehmen konnten. Mehrere tausend jüdischer Kinder und Jugendlicher wurden so von jüdischen Organisationen in Belgien und Frankreich versteckt oder außer Landes gebracht. In Holland gelang es jüdischen Einrichtungen und Einzelpersonen immerhin, einige hundert Kinder zu retten. Wer waren nun diese jüdischen Widerstandskämpferinnen? Woher kamen sie und was motivierte sie? In der Erforschung dieser Fragen ergeben sich Divergenzen und Gemeinsamkeiten, die aus der Lage der jüdischen Bevölkerung in dem jeweiligen besetzten Land, dem Verhalten der deutschen Besatzer in diesem Land, der Anbindung der jüdischen Organisation an den jeweiligen nationalen Widerstand oder ihrer Isolierung resultierten
und aus der politischen bzw. ideologischen Ausrichtung der Gruppen und Organisationen, in deren Rahmen die Frauen tätig waren. Der Weg in den Widerstand verlief für die Tochter polnisch-jüdischer Immigranten in Brüssel, die in einem jüdischen Arbeiterviertel aufwuchs, anders als für die Pariser Studentin, die sich für eine jüdische Wohlfahrtsorganisation um Kinder aus sozial schwachen Familien kümmerte. Meine Kindheit war materiell gesehen sehr arm. Wir hatten wenig zu essen und manchmal nicht einmal Schuhe. Aber wir haben von den Eltern viel Liebe bekommen, viel Anständigkeit, Ehrlichkeit und Wissen, Kultur. Wir konnten nicht zur Universität gehen und ich hatte auch gar keine Bücher. Aber meine ältere Schwester hat ein ganzes Gedicht von Peretz für mich aufgeschrieben, auf einer langen Papierrolle. Das war mein Buch und damit ging ich in die Schule. Es gab nur ein Problem, wenn man sagte, ich sollte eine bestimmte Seite vorlesen, denn ich hatte keine Seitenangaben. Diese Aussage der ehemaligen jüdischen Widerstandskämpferin Gutta Rosenzweig über ihre Kindheit in Polen der 20er Jahre, Gutta Rosenzweig ist dann später nach Belgien emigriert mit ihren Eltern, ist in mehrfacher Hinsicht charakteristisch. Viele der Frauen, die sich später dem Widerstand anschlossen, erlebten Ähnliches und wurden ähnlich geprägt. Nicht alle waren arm, aber fast alle berichten von liebevollen Eltern, die ihnen von klein auf hohe ethische Werte vermittelten und Bildung einen großen Stellenwert beimaßen. Ich habe für meine Studie 60 Frauen aus verschiedenen europäischen Ländern interviewt. Diese Gruppe ist natürlich nicht repräsentativ, sie gibt aber doch einen recht guten Eindruck von den Bedingungen, unter denen jüdische Widerstandskämpferinnen aufwuchsen und sich politisierten. Die von mir befragten Frauen stammen aus den Jahrgängen 1909 bis 1927. Die meisten gehören den Jahrgängen 1920 bis 1925 an. Da die Mehrheit der jüdischen Widerstandskämpfer insgesamt jung war, sind diese Jahrgänge insofern durchaus repräsentativ für die durchschnittlichen Aktivistinnen und Aktivisten. Eine markante Gemeinsamkeit der von mir interviewten ehemaligen Widerstandskämpferinnen in Westeuropa ist die Tatsache, dass sie zu gut 90% Immigrantinnen oder die Kinder von Einwanderern sind. Und die überwiegende Mehrheit dieser Immigranten wiederum stammt aus den Ländern Osteuropas. Insgesamt stellten Immigrantinnen und Immigranten die überwiegende Mehrheit des jüdischen und von Juden geprägten Widerstands in Belgien und Frankreich. Übereinstimmungen in den Kindheitserinnerungen west- und osteuropäischer jüdischer Widerstandskämpferinnen erklären sich somit aus dieser Tatsache. Unterschiede zeigen sich eher zwischen den Generationen als geografisch. Symptome des Wandels, wie die Abwendung von der Orthodoxie und die Hinwendung zu politischen Gruppierungen zum Beispiel, lassen sich in Polen ebenso beobachten wie in Frankreich oder Belgien. Über das Leben, die Arbeit, den Alltag der jüdischen Frauen im Zwischenkriegs-Polen oder Frankreich oder Belgien geben die herkömmlichen historischen Studien kaum Auskunft. In Polen kann man sagen, die Rückständigkeit der Wohnungen, der Mangel an Elektrizität und sanitären Einrichtungen legen nahe, dass die Hausarbeit schwer und umständlich war und viel Zeit in Anspruch nahm. Viele Ehefrauen und Töchter halfen auch im Handwerksbetrieb oder Geschäft des Ehemannes oder Vaters mit oder brachten die Familie mit Heimarbeit durch. Im ersten Drittel des Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, fand ein deutlicher Wandel im Selbstbild und Verhalten jüdischer Frauen in Polen statt. Die Revolutionen von 1905 und 1917, die allgemeine Aufbruchsstimmung, von der sie getragen wurden, und die große Rolle, die Frauen darin spielten, trugen ebenso dazu bei, wie die zunehmende Verstädterung der jüdischen Bevölkerung. Das Bild von der Perücke tragenden, frommen, Gott und ihrem Mann ergebenen Städteljüdin
war bereits in den 20er Jahren zu einem Gutteil anachronistisch. Vor allem die Arbeiterinnen in den großen Städten entwickelten ein ganz neues, häufig sozial oder politisch orientiertes Selbstverständnis. Die jüdischen Mütter in Frankreich und Belgien der 20er Jahre brachten den in ihren Herkunftsländern virulenten Wandel des tradierten Frauenbildes in das Einwanderungsland mit, wobei die Immigrantensituation ihnen zusätzlich Mobilität, Flexibilität und Selbstständigkeit abverlangte. Sie mussten in einer fremden Umgebung, der Sprache nicht mächtig, ihrer Familie ein Heim schaffen und häufig auch zum Lebensunterhalt beitragen. Das führte notgedrungen zu großer Verunsicherung, gleichzeitig aber auch zu einer neuen Bedeutung der Frau als der Produzentin von innerfamiliärer Wärme und Sicherheit in einer als fremd und undurchschaubar erlebten Umwelt. Viele der von mir interviewten ehemaligen Widerstandskämpferinnen, die in Polen gelebt hatten oder als Kinder polnischer Emigranten in Westeuropa aufwuchsen, schildern ihre Mütter unabhängig von der sozialen Schicht als kluge, politisch und kulturell interessierte Personen, die ihre Töchter ermutigten, zu lernen und zu selbstständigen Menschen zu werden. Die Tatsache, dass sie als Kinder von Immigranten aufwuchsen, führte auch bei den Töchtern häufig zu einer Veränderung des üblichen Verhaltens. Sie, die nach den herkömmlichen Vorstellungen der Epoche im Haus bleiben sollten, fungierten nun als Vermittlerinnen zwischen der Familie und der Außenwelt. Sie erlernten die neue Sprache meist rascher als die Eltern, sie knüpften schneller Kontakte zu den Einheimischen und wurden oft losgeschickt, um Erkundungen einzuziehen, Konflikte aufzuklären und Möglichkeiten zu eruieren. Viele Mädchen nahmen sich die Vorteile, die diese Situation ihnen bot. Sie schlossen sich wie ihre Brüder Jugendbewegungen oder politischen Gruppen an und sie entwickelten ein Verantwortungsbewusstsein, das sie später unter der deutschen Besatzung befähigte, für ihre Eltern und Geschwister zu sorgen, die in ihren Verstecken völlig auf sie angewiesen waren. Von den Juden, die in den 30er Jahren in Frankreich lebten, waren zwei Drittel eingewandert, die meisten von ihnen aus Ländern Osteuropas. Sie bildeten das heute legendäre Jiddischland, eine Enklave jiddisch sprechender, meist ärmerer und proletarischer, oft politisch links stehender Frauen und Männer, deren Aufenthaltsstatus seit den restriktiven Ausländergesetzen, die in den 30er Jahren erlassen wurden, zusehends prekär wurde. Viele von ihnen sprachen mehr schlecht als recht Französisch und das mit einem starken Akzent. Sie mussten ständig um ihre Aufenthaltserlaubnis zittern und ihre Arbeitsplätze waren nicht immer korrekt angemeldet. Sie lebten mehrheitlich in Paris und waren kleine Händler und Arbeiterinnen und Arbeiter in den klassischen Branchen Textil und Konfektion, Kirschnerei, Lederverarbeitung. Sie standen in enger Beziehung zu den Teilen der Familie, die in Polen geblieben waren. Ein Foto der polnischen Großeltern hing in fast jedem Wohnzimmer, sofern ein Wohnzimmer vorhanden war. Sie lasen die jiddische Presse und engagierten sich in Kulturvereinen und Landsmannschaften. Sie begingen die jüdischen Feiertage, ein Teil von ihnen lebte fromm oder zumindest traditionell, einige lockerten ihre religiösen Bindungen im laizistischen und auf Assimilation bedachten Frankreich. Ihre Verbindung zur französischen Außenwelt waren die Kinder. Die besuchten die öffentlichen Schulen, sprachen Französisch und verkehrten auch mit nichtjüdischen Freundinnen und Schulkameraden. In Belgien stellten die Immigrantinnen und Immigranten 90% der jüdischen Bevölkerung.
Wie in Frankreich kamen die meisten von ihnen aus Osteuropa und brachten ihre Sprache und Kultur mit nach Brüssel, Lüttich und Antwerpen. Hélène Waxmans Vater zum Beispiel kam 1928 mit einem legalen Arbeitsvertrag aus Lodz nach Brüssel. Er arbeitete im Modehaus Hirsch und sein Chef stellte ihm die nötigen Papiere aus, damit er seine Frau und zwei Kinder, die 6 Jahre alte Tochter und den 1-jährigen Sohn, nachkommen lassen konnte. Hélène Waxman erinnert sich: Wir kamen, nachdem wir 2 Nächte und 2 oder 3 Tage gefahren waren, an einem Abend im Jahr 1929 in Brüssel am Nordbahnhof an. Da stand nun meine Mutter auf dem Bahnsteig, den schlafenden Kleinen auf dem Arm, vor sich 2 Koffer und mich. Der Zug fuhr weiter, der Bahnsteig leerte sich, schließlich waren wir die Einzigen, die noch da waren. Was war geschehen? Vater erwartete uns auf einem anderen Bahnsteig. Aber ich werde nie dieses Bild vergessen, wie meine Mutter mit 2 kleinen Kindern und einem großen Koffer nachts alleine auf diesem Bahnsteig in einer fremden Stadt steht. Die von mir untersuchten Frauen kommen aus Familien aller Schichten. Die meisten stammen aus der unteren Mittelschicht. Ihre Väter waren kleine Ladenbesitzer, Handlungsreisende, Apotheker. Mehrere Frauen sind die Töchter von Handwerkern oder Arbeitern. Die Väter der Frauen, die aus dem Bürgertum stammen, waren Fabrikanten, Händler und Angehörige der freien Berufe. Die Mütter waren in der überwiegenden Mehrzahl Hausfrauen, arbeiteten aber häufig im Geschäft des Mannes mit. Einige Mütter der von mir befragten Frauen hatten einen Gymnasialabschluss, eine Mutter arbeitete als Restaurantbesitzerin und Köchin, eine als Buchdruckerin, eine als Arbeiterin in einer Automobilfabrik und 7 trugen als Schneiderinnen zum Familieneinkommen bei. Hélène Waxman erinnert sich: Meine Mutter hatte eine sehr schwere Zeit die ersten Jahre in Belgien. Sie sprach die Sprache nicht, die Hausarbeit überforderte sie und sie hatte noch 2 kleine Kinder zu versorgen und sie kannte keinen Menschen. Also sagte sie zu Vater: Hör zu, wenn du in Belgien bleiben möchtest, dann musst du zu Hause arbeiten, denn alleine schaffe ich das alles nicht. Vater richtete sich dann zu Hause eine Werkstatt ein. Meine Mutter lernte nun Französisch, sie ging in Abendkurse, was sie ja nur konnte, weil mein Vater zu Hause war. Von da an ging es ihr besser. Unabhängig von der sozialen Schicht und dem Ort, an dem sie aufwuchsen, beschreiben die meisten der von mir befragten Frauen ihre Kindheit als glücklich und die Eltern als liebevolle Menschen, die zwar in einigen Fällen streng waren und verlangten, dass sie Regeln befolgten, die jedoch nie körperliche oder seelische Grausamkeit gegen sie anwandten. Selbst Frauen, die ihre Kindheit als nicht glücklich und sich selbst als rebellisches Kind beschreiben, wurden nach ihren Aussagen nicht geschlagen. Dies ist für die Erziehungsmethoden in dieser Epoche ungewöhnlich.
entspricht aber den Ergebnissen von Marion Kaplans Studie über das jüdische Bürgertum im Deutschen Kaiserreich. Jüdische Eltern hingen offenbar sehr viel seltener als nicht-jüdische Eltern der Idee an, man müsse die Kinder züchtigen, wenn man sie liebe. Bildung spielte in fast allen Familien eine zentrale Rolle und sie wurde auch den Mädchen zugestanden. Auch in Arbeiterfamilien wurden Bücher und Zeitungen gelesen, Theateraufführungen besucht oder man musizierte zu Hause. Obwohl es deutliche Klassenunterschiede gibt, wird doch aus den Kindheitserinnerungen der befragten Frauen deutlich, dass Literatur, Kultur, Bildung, Sprachen in allen Schichten einen wichtigen Platz einnahmen. Elaine Wachsmann erinnert sich, ich hatte einen sehr hellsichtigen, klugen Vater. Samstags arbeitete er bis mittags. Nachmittags las er uns vor, auf Jiddisch, die Werke von Sholem Aleichem. Die einzigen Geschenke, die wir Kinder bekamen, waren Bücher. Meine Mutter lernte viele Sprachen aufgrund der Zeitumstände. Auf der Schule sprach man Russisch, weil Polen bis 1918 unter russischer Herrschaft war. Dann kamen die Deutschen während des Ersten Weltkriegs und so lernte sie Deutsch. Dann wurde Polen unabhängig und sie lernte Polnisch. Und in Belgien schließlich lernte sie Französisch. Jiddisch konnte sie ohnehin. Wir waren also eine Arbeiterfamilie, aber eine Familie von sozusagen gebildeten Arbeitern. Über 2/3 der von mir befragten Frauen kommen aus religiös traditionellen oder frommen Elternhäusern. Ein knappes Drittel bezeichnet die Eltern als assimiliert. Die Definitionen, die die befragten Frauen vornehmen, entsprechen allerdings selten der reinen Form. Was die Frauen jeweils als fromm, traditionell oder assimiliert bezeichnen, erweist sich nicht selten als eine recht individuelle Mischung. So erinnert sich zum Beispiel Miriam Ohringer, Kind polnischer Einwanderer in Holland, dass in ihrem sozialistischen Elternhaus einerseits die Feiertage nicht eingehalten wurden, andererseits die Mutter ein koscheres Haus führte, Zitat, damit meine fromme Großmutter keine Ausrede hatte, uns nicht besuchen zu kommen. Virginia Cohen, Kind holländischer Juden, erinnert sich, den Sabbat hielten wir mit Kiddusch und weißem Tischtuch und allem. Nach dem Essen las Vater uns aus der Ilias und der Odyssee vor. Er las im Original und übersetzte für uns ins Holländische. Thank you.
Die Mehrheit der von mir befragten ehemaligen Widerstandskämpferinnen besuchte, unabhängig von der sozialen Herkunft, eine höhere oder eine berufsbildende Schule. Auch diejenigen, deren Eltern sich das Gymnasium oder Studium nicht leisten konnten, wuchsen, von Ausnahmen abgesehen, in dem Bewusstsein auf, dass sie als Mädchen Anspruch auf Bildung und eine gute Berufsausbildung hatten. Zum Zeitpunkt des deutschen Einmarsches waren viele Frauen noch Schülerinnen, einige studierten. Diejenigen, die bereits berufstätig waren, arbeiteten als Schneiderinnen, Krankenschwestern, Büroangestellte, Fabrikarbeiterinnen, Sozialarbeiterinnen, Kindergärtnerinnen, Fotografinnen, Apothekerinnen, Hebamme, Hutmacherin, Journalistin und Anwältin. Einige halfen im Geschäft des Vaters mit. Der Weg in den Widerstand führte für die meisten Frauen und auch Männer über die Mitgliedschaft in einer sozialen oder politischen Gruppe. Wer nicht bereits organisiert war oder sich zumindest im Umfeld einer Organisation bewegte, fand nur schwer einen Zugang zu den Widerstandsgruppen, die sich abschotten mussten, um sich vor Infiltrierung und Entdeckung zu schützen. Die Frauen, die sich im deutsch besetzten Europa am Widerstand beteiligten, gehörten dem Jugendverband der Kommunistischen Partei oder der Partei selbst an. Sie waren Mitglied in den linkszionistischen Jugendbewegungen, Hashomer Hatzair und Dror, in der liberalen zionistischen Jugendbewegung Akiba oder allerdings nur wenige in der revisionistischen Jugendbewegung Betar. Einige kamen auch aus einem Elternhaus, in dem der Vater oder die Mutter, manchmal auch beide Elternteile, Zionisten, Sozialdemokraten, Bundisten oder Kommunisten waren. Der Spanienkrieg war für viele der jungen Frauen, die Kommunistinnen wurden oder mit der Linken sympathisierten, ein entscheidender Faktor ihrer Politisierung. Die 15-jährige Sarah Goldberg verkaufte in Brüssel Abzeichen der Spanischen Republik in der Schule. Das Engagement für Spanien war Sarah Goldbergs Initiation. Zitat: Schritt für Schritt habe ich mich dann in den linken Organisationen engagiert. Ida Rubinstein, die im Arbeitersportclub JASK in Antwerpen Mitglied war, betont die Bedeutung der Arbeitersportclubs und des spanischen Bürgerkriegs für die politische Entwicklung der jüdischen Immigrantenkinder. Zitat: Der JASK stand allen offen. Wir fühlten uns damals nicht als Partei oder Teil einer Partei mit unseren 15 Jahren. In die Partei sind wir erst später eingetreten. Wir haben dein Pfadfinderleben geführt, mit Liedern und Ausflügen. Aber einmal pro Woche hatten wir eine Zusammenkunft, auf der wir über die laufenden Ereignisse informiert wurden und darüber diskutierten. So kam ich immer weiter nach links. Dann kam der Spanische Krieg, der mich sehr beeinflusste. Die jungen Frauen und Männer, die Mitglieder in der linkszionistischen Jugendbewegung Hashomer Hatzair waren, spielten sowohl quantitativ als auch qualitativ eine große Rolle im jüdischen Widerstand. In Frankreich trugen sie zusammen mit den jüdischen Pfadfindern wesentlich zur Rettung der jüdischen Kinder und Jugendlichen bei. In Polen hatten sie einen entscheidenden Anteil am Aufbau und den Aktionen der Untergrundgruppen in den Ghettos. Hashomer Hatzair war koedukativ organisiert und vertrat zumindest theoretisch die Gleichberechtigung der Geschlechter. Die moralischen Grundsätze waren sehr streng. Die Mitglieder durften nicht rauchen, keinen Alkohol trinken und keine sexuellen Beziehungen haben. Wir waren sehr rein und sehr rigoros, erinnert sich Chasja Bielicka-Bornstein. Wir waren schrecklich streng mit uns selbst, sagt Heike Grossmann. Diese Strenge und Rigorosität korrespondierte allerdings mit einer offenbar großen Zärtlichkeit und Kameradschaft untereinander, die in den Gesprächen und Erinnerungen zum Ausdruck kommen. Es schlossen sich jedoch nicht alle Mitglieder einer politischen oder sozialen Organisation dem Widerstand an. Warum einige es taten und andere nicht, ist heute schwer zu rekonstruieren. Die Erinnerungen der Frauen sind, was die Frage nach ihren Motiven betrifft, beeinflusst von den Emotionen und Erfahrungen der Jahrzehnte, die zwischen ihrer Jugend und der Gegenwart liegen. Ehemalige Kommunistinnen zum Beispiel, die sich nach dem Krieg von der Partei ab und ihren jüdischen Wurzeln zuwandten, neigen dazu, ihre Motive nachträglich als spezifisch jüdische zu betrachten. Andere, die treue Parteimitglieder geblieben sind, bestehen darauf, sie hätten ausschließlich als Kommunistinnen gekämpft und nicht als Jüdinnen. Adam Reiske, der ehemalige Leiter der jiddischsprachigen Untergrundpresse des jüdisch-kommunistischen Widerstands in Frankreich, betont, bei den Kombatantinnen und Kombatanten hätten sich die politische Überzeugung und das Judentum miteinander verbunden. Man könne nicht das eine vom anderen trennen. Auch Ida Rubinstein, die als jüdisch-kommunistische Partisanin in Toulouse kämpfte, meint,
Ich bin aus rein politischen Gründen in die Resistance eingetreten. Aber da ich Jüdin bin, hatte ich sicher eine doppelte Motivation. Fanny Rosenzweig, die in Belgien kämpfte, schloss sich den jüdischen Partisanen an, nachdem ihre Mutter deportiert worden war. Zitat: Und ganz sicher auch, weil meine Mutter deportiert wurde. Überlebende des jüdisch-kommunistischen Widerstands in Frankreich verweisen darauf, dass die jungen Frauen und Männer, die in den ersten großen Razzien in Paris im Juli 1942 selbst entkommen konnten, deren Eltern und Geschwister aber festgenommen und dann deportiert wurden, aus dieser Erfahrung heraus in den Widerstand gingen. Die Frauen, die für eine soziale oder pädagogische Einrichtung arbeiteten, wie zum Beispiel im Kinderhilfswerk Osee in Frankreich, gerieten über ihren Beruf in eine Situation, in der sich Sozialarbeit bzw. Kinderbetreuung in Widerstand verwandelte. Ihr Widerstand beruhte nicht auf einem bewusst gefassten Beschluss, wie bei den Kommunistinnen, sondern wurde quasi schleichend und anfangs nicht als solcher definiert, Teil ihrer Arbeit. Diese Frauen bewegte im konkreten Fall nicht so sehr das Bedürfnis, gegen die Deutschen zu kämpfen. Ihr Anliegen war es, den Kindern und Jugendlichen, für deren Wohlergehen sie verantwortlich waren, zu helfen und ihnen schließlich das Leben zu retten. Auch die jungen Frauen, die in Westeuropa im Hashomer Hatzair oder bei den jüdischen Pfadfindern aktiv waren, wuchsen quasi natürlich in ihre Widerstandsarbeit hinein, ohne dass sie zumindest anfangs eine bewusste Entscheidung trafen. Denise Levy zum Beispiel, eine der Leiterinnen der jüdischen Pfadfinder, wurde eines Tages darüber informiert, dass eine Razzia unter ihren ausländischen Schützlingen bevorstand und musste auf der Stelle Verstecke für sie finden. Die Versteckten wiederum konnten auf Dauer nicht ohne falsche Papiere existieren, also begann sie, falsche Papiere herzustellen. So führte eines zum anderen. Nach ihren Motiven befragt, sagte mir Denise Levy: Wir konnten nicht zulassen, dass die Kinder verhaftet wurden. Verhaftet werden hieß deportiert werden. Wir wussten damals nicht genau, was den Deportierten geschah, aber allein schon deportiert zu werden reichte doch. Wir wollten das unbedingt verhindern. Fragt man die zionistischen Aktivistinnen, die in Polen gekämpft haben, nach ihren Motiven, antworten sie meistens, sie hätten nicht in der Gaskammer enden, sie hätten etwas tun, sich wehren, die Ermordeten rächen, die Ehre des jüdischen Volkes retten wollen. Alle diese Gründe bewegten sie jedoch erst nach den großen Liquidierungsaktionen, erst als ihnen bewusst wurde, dass die Deutschen tatsächlich das gesamte jüdische Volk ermorden würden. Davor liegt jedoch der lange Zeitraum zwischen dem Einmarsch der Deutschen, der Ghettoisierung und der Liquidierung der ersten Ghettos. Die Grundsteine zum Aufbau einer Untergrundbewegung wurden in diesem Zeitraum gelegt. Die jungen Frauen, die später in den Ghettoaufständen und bei den Partisanen kämpften, entschieden sich bereits damals, illegal zu arbeiten. Die Gründe dafür sind ihnen jedoch heute nicht mehr bewusst oder einfach nicht mehr wichtig. Sie hörten den Vortrag des Symposiums Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus von Ingrid Strobel. Die Sendereihe Die versunkene Stadt wird in den kommenden Wochen fortgesetzt
Wir bedanken uns beim Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus für die Unterstützung. Die Musik zur Sendung ist der CD Bereshit von John Zorn entnommen.
Die Schwerpunktnummer von Kontext 21 zum Symposium Nummer 6 bis 7 2003 kann per Post oder auf unserer Homepage bestellt werden. Sie enthält unter anderem einen Text von Ingrid Strobel über österreichische jüdische Exilantinnen in der Resistance. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.